Ja. Nur gut, dass sie schon gegessen hat. Noch 2 Stunden bis Tagesanbruch. Ich warte echt, bis es Plixen kommt. Aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, einfach mal das Spiel zu wechseln. Weil es ist 8, sie hat gemeint, sie ist eigentlich. Ist ein perfekter Speicherstand, ne? Oder sollen wir schnell noch ein bisschen weiterspulen? Ne? Können wir noch mal ein bisschen weiter gucken, oder? Katrin! Katharine! Katharine! Nur gut, dass ich schon gegessen habe. Ja! Hallo, Blicksonne! Was lädt bei dir noch? Was meinst du? Da ist die Dame ja schon. Aber sag mal, wie lange schaust du denn schon zu? Schon länger oder nicht so lang? Hast du gesehen, wie gruselig das Spiel wird? Das ist doch unfassbar, ne? Halt, ich wollte noch gucken, ob ich angezogen bin, ja. Schon wieder ein Update? Oh, das muss ich dann wahrscheinlich auch noch machen, ne? Oh, das ist ja doof. Wenn du ein Update hast, habe ich das wahrscheinlich auch. Das ist ja echt nervig. Und gestern haben wir es extra mal geschaut, dass wir. Ich mag Ich kein mag kein Bier. Bier. Ah, jetzt magst du wieder kein Bier, oder was? Ich mag kein Bier. Gestern haben wir schon geschaut, Ich ob das mag kein geht. Bier. Aber irgendwie, Ich anscheinend. habe gerade keinen Durst. Vielleicht später. Das müssen wir beim nächsten Mal anders planen. Wir müssen uns schon 5 Stunden davor treffen, die Updates ziehen. Und dann, direkt anfangen. Seid Kehlkopf. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ja, voll, voll. Muss Clips gucken, Gold werden. Ich hab mich so erschrocken. Jetzt kommt wieder so ein riesiges Update raus. Das ist echt für ein Atem. Hi Felix Hukas. Ja, stimmt. Oh, Schande über mich. Ja, wir müssen es unbedingt mal spielen. Wir müssen es unbedingt spielen. Vielen Dank für den Host. Vielen, vielen. Oh, guck mal. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Ah, dann weiter. Ich dachte, du erlöst mich endlich. Ach, das Du ist, kommst du mir kommst mir nicht. nicht, ja, genau. Du entkommst mir nicht. Du bist gefangen in meinem Haus. Ich werde dich für ein kleines Filmchen benutzen und du wirst es nicht steuern können. Na, na, na. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Aber das war echt irgendwie crazy. Die Einblendung. Kommt da wieder sowas? Nee. Da sind die Puppen. Ich habe schon wieder das. Ich höre die ganze Zeit was. Ihr könnt mir nicht sagen, ihr hört es nicht. Das kann nicht sein. Plant ihr ein 24-Stunden-Event? What?
Nee, oder? Kommen die denn jetzt hier rein? Ih, da war bestimmt mal eine Leiche gelegen oder sowas. Aber das verstehe ich jetzt gerade nicht. What? Hier ist doch bestimmt dann irgendwas. Gibt es da Geisterpuppen oder sonstiges? Da gibt es hier so einiges, was komisch ist. Schalt doch den Strom wieder an. Also, ich würde das ja machen, wenn es gehen würde. Ja, das ist ein Lachen gewesen. Hätte ich schon lange vorbereiten müssen, das so. Nerven-Event, ja, aber du, wenn das jedes Mal so ist, ist es echt blöd, gell? Dann ist es voll echt blöd. Immer wieder sing ich hier meine Lieblingslieder. Hier auch. Ich glaube, ich muss das. Den Ton leiser machen. Aber ist es nicht ekelhaft da drin, so ein... Nee, ich weiß ja nicht, ne? Komm, wir sprühen die jetzt alle tot. Oh, Kinders. Eines Mädchen auf dem Sofa im Wohnzimmer. Ach so, nee, hier sind überall Puppen, die mir eigentlich nicht gehören. Eigentlich. So eigentlich. Normalerweise. Boah, die nerven aber schon bis dahin, ha? Huh? Die fliegen oder was weiß ich, was das auch immer ist. Seit ich den Tee ausgetrunken habe, ist mir sau warm. Ist doch super. Was hast du denn alles auf der Toilette? Ja, wenn ich das wüsste. Ich glaube, da stinkt es ein bisschen, wenn da schon die Fliegen sind. Lass sie doch mal spielen. Ich spiele so oder so. Was? Boah, jedes Geräusch. Das ist der Horror hier. Ich habe schon 10 Streichhölzer. Das ist schön, dass du 10 Streichhölzer hast, aber wenn ich dann keine. Wenn ich dann aber keine. Nicht genug Kerzen habe und sonstiges, dann bringt mir das nicht viel. Pepito. Aber war das jetzt eigentlich wirklich der Nachbar oder war das so ein oder war es eher oder war das der Gefängnisinsasse mit die machen gemeinsame krumme Dinger.
Okay, das ist irgendwas, glaube ich. Vielleicht muss ich noch mal ein Spiel spielen. Ja, lach du nur. Ach so, stimmt, ich habe ja gar keinen Strom mehr. Stimmt. Da hätte man vermutlich eine Bank ausrauben können, um ein bisschen anzusuchen. Komm, wir machen jetzt da mal das Licht an, die Kerze, die letzte. Aber da sieht man doch nichts. Da ist ja nichts. Und ich finde auch nichts mehr. Das ist doch unfassbar. Yannick, hi. Also ich hoffe, bitte voll ab, dass sie etwas eingespannt ist. Sie könnte eine ganz große Schauspielerin werden. Ich spreche auch immer zusammen, wenn ich hier im Streichhölzer nehmen muss. Ich kann uns ihn tragen. Ja. Na schau, in der Küche ist auch noch was. Hör ich meinen Herzschlag? Danke, Yannick, für den Host. Hat es gar nicht angezeigt, ne? Sowas. Kann ich jetzt eigentlich rausnehmen? Okay. Hier ist keine. Hier ist auch keine drin. Irgendwo muss doch jetzt wieder was sein, was ich lesen kann vielleicht oder so. Ach so. Okay, sorry. Ich hasse das, wenn ich wieder nichts zum Leuchten habe. Jetzt haben wir, auch so gut rumgekommen. Das haben wir schon. Jetzt haben wir so gut durchgekommen. Flau Blixdon, ne? Was, wie schaut's bei dir aus? Vielleicht hat es seinen Grund, warum man dann plötzlich so im Dunkeln rumgehen muss? So, hier. Jo. Nicht, ne? Ich kann nirgends mal rausschauen, das ist echt doof. Nirgends.
Spülen kann ich auch nicht. Wunderbar. Ah, die ist die Kerze. Hervorragend. Hervorragend, aber sonst sehe ich hier nichts. Ich muss es leise machen. Brezel, vielen Dank für den Host. Gebt ihr gleich Bescheid. Ja, wunderbar. Aber wenn... Mist! Aber wie kann denn mit Stromausfall sein? Ist das noch Tut-Tut machen? Mist! 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 Wir wollen einen heben! Hä, war der schon immer so ein Kaktus? Bin mir nicht ganz sicher. Wo könnte was versteckt sein? Den Zettel kennen wir auch schon. An der Wand ist nichts. Boah, boah, boah. Den kennen wir schon. Die blöde Puppen. Das Telefon wird von der Vermittlungsstelle mit Spannung versorgt. Im alten analogen Zeitalter. Basti Abi, hi! Grüß dich. Was bedeutet das denn eigentlich? Das Herzklopfen? Verstehe ich jetzt nicht. Warum habe ich denn hier Herzklopfen? Dum, dum, dum. Gogong, gogong. Gogong, gogong. Geräusche. Irgendetwas ist in diesem Haus. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Es hat auch Lilly getötet. Eine Wegeninfektion. Der Tierarzt lügt. Ich weiß es. Spielstand wurde gespeichert. Gott sei Dank. Schöne Haare, aber wellig sieht bestimmt mehr Gott aus. Mehr Gott? Danke, Basti. Ich habe es normalerweise eigentlich immer wellig. So. 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 Wollen wir ein kleines Päuschen machen? Ne, ihr Lieben? Noch eineinhalb Stunden bis Tagesanbruch. Das heißt, also vielleicht geht das Spiel gar nicht mehr so lang, ne? Zwinker, zwinker. Okay. Beenden. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts mit der Plixen ausgemacht hätte, dann würde ich es sogar wahrscheinlich nur durchspulen halt. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag.